Die Energie- und Wasserstoffallianz hier im Industriebogen Meißen ist fortschrittlich, weil hier haben sich die Industriepartner und die Kommunalpolitik bereits zusammengeschlossen, um die Veränderung der Industrie hin zu erneuerbaren Energien, hin zum grünen Wasserstoff zu organisieren. Das ist eine Region, die aufgrund der Stahlwerke, die es hier gibt, einen hohen Energiebedarf haben. Die machen sich jetzt auf den Weg, gemeinsam zum Beispiel mit dem Energieversorger und mit Sachsen Energie. Da geht es um die Anbindung an die Leitungen, an das zur Verfügung stellen von Wasserstoff. Aber es geht eben auch um Fragen wie Regulatorik, wie konkurrenzfähig sind dann Energiepreise, gerade für energieintensive Unternehmen. Es geht um die Frage, wie binden wir sozusagen regionale Netzwerke an die überregionalen Netzwerke an. Wie schaffen wir eine Anwendung? Denn am Schluss geht es darum, dass wir in Zukunft auch weiterhin Arbeitsplätze haben, gute Arbeitsplätze haben, die Wertschöpfung hier in dieser Region passiert. Deshalb haben wir alle ein Interesse daran, dass wir den Umbau der Industrie erfolgreich gestalten. Und diese Region geht hier voran. Und ich bin froh und dankbar, dass Sie das Angebot, was Wolfram Günther und ich machen, einen Pakt für erneuerbare Energien zu schließen, angenommen haben und dass Sie Teil dieses Paktes sind, weil uns das Ziel eint, dass Menschen in Zukunft weiterhin glücklich und zufrieden in Sachsen leben können, weil sie hier gute Arbeitsbedingungen haben, weil sie hier gute Arbeit haben, gute Lebensbedingungen haben. Nur dann müssen wir auch alles dafür tun, dass dieser Umbau erfolgreich gestaltet wird.